Okay. Folge Nummer 17. Tobi zockt Blairwitch. Willkommen hierzu. Nach wie vor hier in dem Haus drin. Wir sind kurz vor Schluss, glaube. Kurz vor Ende. Lang ist es nicht mehr. In der 16 noch. Bin ich hier irgendein Monster daneben umgangen gewesen. Da wo noch stand, ich soll nicht hinschauen. Und wenn ich hinsehe und das Monster hat mitkriegt, dass ich Licht anhabe. Muss mir mal eben hier wieder ein bisschen was aufrichten. Dann greift es mich an und das hat es ein paar Mal getan gehabt. Wir erinnern uns zurück und ja, nun bin ich aber daran vorbei und weit kann nun der Weg nicht mehr sein bis zum Ende hin. Timer ist gestellt diesmal. Daran habe ich gedacht. Bin nun gespannt, wo das hier enden wird, wie das hier enden wird, was hier passiert sein wird, was mit dem Alice überhaupt los ist. Hat er den Sheriff Lanning da wirklich auf dem Gewissen, ey? Wer weiß das? All das steht ja noch im Raum, ey. Mann. Da bin ich gespannt drauf, wie das hier dann eben aufgedeckt wird. Oh, da steht noch ein weiterer Kollege, okay. Vielleicht aber kommen wir hier irgendwie. Sei einmal ein Mann, okay. Dann eben raus, wollte meinen, aber nee. Licht weckt ihn auf, ja, ich weiß. Ich will aber trotzdem mal probieren, mit der Cam daneben reinzukommen. Einfach so an ihm vorbeizuschleichen. Ohne, dass wir ihn anleuchten. Ja, ich mach mal besser aus, ey. Oh, an der Wand entlang schleichen geht nicht. Ey, bitte nicht so weit zurücksetzen. Please. Okay, ich bin hier oben, warum habe ich denn kein Licht mehr an der Cam? Ach doch, habe ich. Okay. Vergesetzt hier? Vergesetzt. Cool. Okay. Sei einmal ein Mann. Er guckt einfach bloß hier rein. Alrighty. Ja, wo lang? Dann hier durch, oder wie? Und ich werde mal trotzdem mal anlassen. Ah, auf dem Boden. Okay. Da dann lang, irgendwie durch. Aber ich kann nicht springen. Vielleicht, ja, ich komme da sogar rum. Okay, das ist der Weg wahrscheinlich. Hier rein, lass mir mal please hier rein. Ach, da geht's nicht rein. Hier geht's rein. Okay. Ich bin durch, okay. Nicht raus, please. Hier weiter? Komme gar nicht nach oben. Ah, okay. Leiter nach unten. Treppe nach unten. Ich glaube, ich hab's. Nicht wegstecken. Tür zu. Genau. Bin ihm umschlichen, den Schlingel. Und sieht aus, dass. Also sieht so aus, als wären wir hier jetzt wieder in dem Keller unten drin. Okay. Vielleicht haben wir das jetzt umgangen alles. Und vielleicht lauern hier unten jetzt endlich alle Antworten. Gibt in diesem Game. Auf uns? Gespannt bin, aber nee, hier ist viel zu viel verzweigt. Was ist hier los, ey? Lass mir endlich in Ruhe. Obwohl der Sheriff Lanning, glaube. Zumindest die. Ja, wie sagt man denn? Halluzination dazu? Alice seine Vorstellung dazu? Mann, nee, ich weiß das gar nicht. Warte mal, ich möchte mal, wenn sich jetzt hier der Weg noch gegabelt hat, möchte ich mal hier hinten nochmal lang gucken kurz. Okay, darf ich anscheinend nicht. Ich sehe hier auch nichts mehr. Ich möchte da auch nicht weiter latschen. Dann gehen wir doch mal hier hinten lang. Oder soll ich einmal ein Mann sein und da tatsächlich durchlatschen? Du kommst ja hier außen, glaube ich, rum, durch dieses Loch daneben hindurch. Hey. Keine komischen Geräusche hier auf den Ohren, please. Dieses Alice, das ging doch okay für das Game. Aber dieses komische Rauschen, ey. Das muss nicht sein, Leute. Okay, da geht's nicht weiter für uns. Dann müssen wir scheinbar hier durch. Ich wollte gerade sagen, da sitzt jemand auf Klo-Mäge oder was? Geht
nochmal tiefer. Und wieder Gewitter. Okay. Mann, oh Mann, ey. Ist auch bald mal Feierabend hier. Bitte, bitte. Was liegt dort? Und scheint das Ende des Weges hier zu sein. Okay. Foto noch. Bestimmt der Alice drauf, oder? wer weiß, ey. Irgendwas passiert hier, wenn ich das aufhebe. Hier endet auch die weiße Spur daneben. Mal gucken. Konrad. Ach komm schon, hier geht's jetzt nicht weiter? Ich muss tatsächlich oben weiter, oder was? Kann man hier durch, diesen Wandschrank? Nee. Okay. Und da habe ich eine Videokassette, konnte ich damit noch irgendwie was erreichen. Ah, okay, höher. Those kids again? Yeah, probably. Raubüberfall der Kids, davon hab... Hey, flinke Füße macht er hier. Davon habe ich auch was mitbekommen im vorangegangenen Let's Play, dann eben hier zu Blair Witch. Da gab es auch mal einen Schnipsel zu. Und scheinbar hat der Alice damit zu tun, dass er da irgendwie... Ja, so deutlich, dass jetzt mal irgendwann irgendwie mal die Fassung verloren hat bei in irgendeiner Situation, in irgendeiner solchen Situation dann. Ein paar Kids irgendwie einen Raubüberfall gemacht haben dann eben. Mal schauen. Hinten noch kurz abchecken. Da kommst du auch weiter? Nee, da kommst du nie weiter, ne? Hier geht's nie rein, okay. Oh, du drehst ja aber auch langsam. Da könnte ich mal verschnellern noch. Aber ich glaube, viel werden wir hier drinnen dann eben nicht mehr erleben. Weiße Spur nach. Auf dem Boden. Okay. Nee, ich möchte mich nicht umsehen hier drin. Die Spur hier auf dem Boden hinterher. Ah, die führt mich hier zu diesem Pfahl, oder was? Daran vorbei, okay. Alter, jetzt rennst du hier bloß in diesem kleinen Bild rumher. Wie gut gemacht, ey. Die Lampe geht. Auch eine Lampe. Jetzt ist sie wieder an, okay. Hinten zu. Leuchtet auch was da drinne? Komm schon, ey. Ach du Kacke, okay. Los!
glaube, Alice hat Leute auf dem Gewissen. Das auf jeden Fall. Okay. Bloß, was hat das mit dem kleinen Peter hier auf sich? Dann eben in diesem Wald. Das erschließt sich mir noch nicht. Oh Mann, Leute, ey. Komm schon. Funken? Oder was? You there, Psycho? Hey, I want to talk. So you're just gonna ignore me now. Hey, Sicko, I want to talk. Komm schon. Come in. I need to ask you something. Hey, are you there? Okay. Oh, ich bin mega angespannt. Komm schon. Es muss hier irgendwann mal ein Ende haben. Alles. Okay, vielleicht hier. Shit. Lennings Büro, scheinbar. Glaube ich. Off the record, Alice. What the hell happened? Kann den Namen da vorne drauf nicht lesen. Schade eigentlich. Vielleicht Hinweis. Jess. Das hatten wir mal alles in irgendwelchen Rückblenden. In irgendwelchen, ja, Hallo-Phasen, so sagt das mal. Das ganze Zeugs hier, ne? Das weiß ich auch noch. Local teenager allegedly involved in a convenience store robbery was shot by a police officer arriving at the scene. The suspect was transported to a nearby hospital in critical condition. Local authorities confirmed that the suspect was unarmed. Was hat der alles gemacht? Okay. Als Polizist jemanden gekillt, der, ja, jemanden Jugendliches, dann nehmen wir an, der irgendwie was geklaut hat in einem Store, in einem Lucky 24 Hours. Okay. Mal hier drinnen, da zurück oder was? Hier so? Hier lang? Weiß das gar nicht. Sieht so aus. Oder? Bin mir nicht sicher, ey. Ja, ganz genau. Okay, bin hier richtig. Immer noch den Rückweg checken. Okay, da liegt auch nichts. Versteckt. Es gibt jetzt die Antworten so nach und nach. Ich weiß nicht. Gucken wir mal. I've seen this room before. Ganz ein Holzfigürchen hier. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es das nun hier mit Blair Witch daneben. Wenn ich das da aufhebe, mal gucken, mal gucken. Was das sagt. Einfach nur eine weitere Sammelfigur, oder wie? Ach, schade.
Doch, das wäre die Antwort hier auf diesen Holzfigürchen dann. Scheinbar die Tür auch wieder geöffnet. Okay. Oh, here comes our handsome lad. Hey, is it true you shot your pretty face off in basic training? And what kind of girl would want you now? Your wife didn't seem to mind. Oh, shoot. He got you there. Oh, hey, shh. He's coming. Die Soldaten sind hier. Probieren reinzukommen, ey. Also die Striche der am Boden, der führt uns direkt da durch. Okay, ist zu. Not him again. Steht schon jemand in der Ecke wieder? Oh Mann, ey! Kollegen. Sir! Sir! Yes, sir. Freaking butcher. Was hat Alice getan? Ah! Sir. Komm schon. Sir! Sir! Hier hinterher oder wie? Ich komme ja da nicht vorbei an euch Hunde. Ihr müsst aber auch schon Platz machen hier. Sir, Sir, Sir. Ah, zum Licht, okay. Fuck. Oh Mann, okay. Wahrscheinlich den Namen der Kameraden noch durchgegeben hier. Ich glaube, er ist durchgedreht. Irgendwie. In diesem Kriegsszenario dann. Indem er. Ja, mit Teil daneben. Zu dem er Teil wurde. Glaube ich zumindest. Und hat dadurch ein Trauma erlitten damals. Dann kam er zur Polizei. Und das hat ihn aber immer beschäftigt irgendwie. Lang hier, ihr Hunde. Was? Oh. So ist meine Erklärung jetzt da drauf. Und hat damit seitdem ja zu kämpfen. Immer beschäftigt gewesen, hat jetzt seitdem da immer zu kämpfen mit gehabt. Und ist deswegen da auch so auf den Räuber da drauf losgegangen. Wahrscheinlich, dass er da gleich irgendwie seine Waffe gezückt hatte. Gut, er meinte womöglich, er wäre auch bewaffnet, der Räuber. Fälschlicherweise. Und hat dann womöglich losgeschossen. Aber ich weiß nicht, was das deuten soll gerade. Also das ist zumindest jetzt so meine Erklärung darauf, dann eben auf diese ganzen Geschehnisse gewesen bisher. Ja, wir müssen uns hier wieder ein bisschen was am Boden, glaube ich, orientieren. Komm schon, wo haben wir den nächsten Anhaltspunkt? Da ist er. Und hier weiter. Komm schon. Keith Forst. Oh no, nicht auch schon die wieder rum. Ashley, no.
die alle, die er irgendwie mitgenommen hatte? Dann eben. Die ganzen Namen. Alan. Oliver. Roscoe. Ah, okay, oben geht's nicht weiter. Hier drin auch noch Namen an den Wänden. Hier geht's tief runter. Und in Wasser hinein auch noch. Komm schon, ey, ich muss hier schon wieder in Folge überziehen. Zielstatus des ersten Untersuchungsberichts. Unvollendete Zusammenfassung. Aufgrund von Fehlern bei der Aufklärung sind feindliche Streitkräfte auf die Position unserer Truppen. Kann ich da im Hintergrund was lesen? Enemy forces were aware of the position of our troops. Okay, das reicht dann schon so aus. Ich dachte bloß, der Satz wurde nicht komplett hier vollendet, beziehungsweise eingeblendete Text da unten, dass da noch was fehlen würde. Ich dachte so, wo war das? Das glaube ich nicht. Oh Mann, Leute. Das hier ist so unheimlich. Das muss doch bald mal ein Ende haben hier. Die ganzen Leichen jetzt wieder auf. Seine Kameraden dann möglich. Kann alles noch alles? Ja, ist alles noch möglich, dass das alles in des Alice Kopf dann eben passiert. Gerade. Das natürlich doch. Ja, komm schon. Das muss hier irgendwann mal ein Ende haben. Dann machen wir noch eine weitere Folge. Ich würde sagen, wir machen noch eine weitere Folge. Oh, hier steht noch was geschrieben, okay. Weitere Truppen aufmerksam geworden. Dadurch konnten sie einen Überraschungsangriff ausführen. Gefallene Kämpfer Alan Palmer, Ashley Elwood, Roscoe Hayward, Oliver Marley, Sylvester Boyce und Keith Forrest. Okay. Ich glaube, das war der ausschlaggebende Punkt für Alice seinen Traumata daneben gewesen. Diese Situation da eben im Krieg dann. Weiß noch nie, was ihn dazu veranlasst hat, da ja durchzudrehen sozusagen. Das weiß ich nicht. Oh, sollten wir hier aufhören? Ja, ey. Tut mir leid, Leute. Das mache ich nur ein einziges Mal, ey. Ich hoffe, in der 18 wird das Spiel dann endlich beendet. Ich leide hier mit, ey. Auf jeden Fall. So, die 18, die werde ich mir mal einrahmen, damit ich später an ihm gleich auch Bescheid weiß. Okay, jetzt geht mit der 18 weiter. Ich habe mir hier ein Zettelchen hingelegt und dann notiere ich meine Folgen daneben. Ich hoffe, du hattest hier auch wieder Spaß mit dieser Folge. Und ja, ich hoffe... Du kannst mir verzeihen, dass ich hier schon wieder unterbreche, ey. Aber du siehst ja selbst, er zieht sich nach hinten hin dann eben noch. Irgendwann muss hier mal Feierabend sein in diesem Haus. Aber wir, ja, kommen da der Story um Alice immer mehr und mehr auf die Schliche, so sag ich das mal. Der Story um Alice, ja, das kann ich so stehen lassen. Du weißt ja, wie ich's mein. Also, dass sie jetzt so nach und nach alle zusammensetzt. Aus einzelnen Teilen daneben und bin nach wie vor gespannt, wo das dann eben enden wird. Was mit Bullet passiert ist, was mit, ja, mit kleinem Peter los ist und mit Carver auch, das wird sich noch alles aufklären, denke mal. Ich hoffe es zumindest. Ich weiß da nicht Bescheid. Bin ja nach wie vor blind hier drin. Wir werden es sehen, wir werden es erfahren. In der nächsten vielleicht dann schon. Ganz sicher kann ich ja nicht sagen, weil jetzt kann sie da auch nochmal ziehen. Also nochmal, ich hoffe, du hattest Spaß hiermit und ich hoffe... Ja, du bleibst auch weiterhin gesund. Wir sehen uns dann demnächst wieder mit der 18. Bis dahin, halte die Ohren steif, mach's gut. Tschüssi.